Jetzt haben wir hoffentlich relativ viele Credits und natürlich den neuen Anzug. Der wahrscheinlich heruntergeladene Schema, Sicherheitsanzug. So, dementsprechend Shop. Sicherheitsanzug. Kostet nur 20.000. Der Sicherheitsanzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Waffenbonus. Impulsgewehr erhält einen 5% Bonus auf Schaden. Oh cool. Kauf garantiert mindestens 15 Inventarslots und 10% Panzerung. Dein Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Will ich haben. Klar. Zack. So. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Aber wie gesagt, warum stand der Anzug Stufe Level 4? Bedeutet das, dass ich irgendwo was vergessen habe? Oder... Wie viele Anzüge gab es im ersten Teil? Das ist auch nur 4, oder? Maximal 5 oder so, aber... Mehr Upgrades gab es doch dann nicht. Kein Schimmer. Seltsam. Das kommt mir alles sehr, sehr seltsam vor. Isaac kommt kein bisschen seltsam vor. Er freut sich stattdessen einfach darüber. Das sah unglaublich cool aus. Irgendwie ist seine Maske verändert. Ach so. Sicherheitsanzug. Das hat jetzt mehr was Militärisches, oder? Was ich da jetzt habe. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen Prozent, diese 5% Bonus auf das Impulsgewehr. Kann das sein, dass es irgendwie damit was zu tun hat? Vielleicht. Na gut. So, Shop. Nein, wir gucken mal kurz im Inventar. Was schleppe ich alles mit mir rum? Alles irgendwie unnütz. Strahlenmunition. Strahlenmunition kann ich total verkaufen, weil brauche ich nicht. Die Harpunenspeere, die bewegen wir mal ins Inventar. Genauso wie diese Impulsprojektile. Hab halt jeweils dann ein Magazin mehr oder weniger voll, das passt schon. Und stattdessen kaufe ich mir lieber im Shop noch einmal so ein Medipack. Und jetzt könnte ich zwar noch einen Energieknoten haben, aber nö, verzichten wir an der Stelle einfach mal drauf. Stattdessen freuen wir uns einfach über das, was wir jetzt haben. Das sieht wirklich anders aus. Irgendwie gefällt mir sein neuer Anzug, sein neues Helmdesign auch. Es hat irgendwie was... Ja, es hat was Cooles. So richtig draufgängermäßig und so. Jetzt bin ich sicher. Spätestens jetzt, oh ja. Wir sind übrigens schon in Kapitel 4. Ist mir gar nicht so richtig bewusst geworden. Ich habe doch gerade erst mit dem Spiel angefangen. Also, beziehungsweise habe auch kaum Parts oder so dafür gemacht. Dead Space 2 geht eindeutig viel zu schnell rum. Zumindest bis hierhin. Mein Rig ist auch wirklich größer geworden. Ich gehe falsch, oder? Ich gehe total falsch. Deswegen gehen wir wieder zurück und deswegen gehe ich da jetzt rein und deswegen schubst sich dieses Schild jetzt mit mir herum. Das findet das Schild ganz schön dumm. So, okay, und dann gehen wir jetzt da rein, beziehungsweise hören uns erstmal an, was sie hier zu sagen hatten. Achtung, bitte verhalten Sie sich still, wenn Sie die kirchlichen Bestattungsrituale beobachten. Blitzlichter und holographische Aufnahmen sind innerhalb der Kirche nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Keine Fotos machen, oh nein. Okay, was? Wir haben uns hier versammelt, um die Leichen jener zu ehren, die das Glück hatten, vor uns abgerufen zu werden. Wo? Wer? Wann? Ach so. Aha. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, weil muss ja, ne? Weil muss ja. Ach du Scheiße. So, okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ja, 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 ist recht, 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 ist recht. Ja, 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 und ja, da schwabbeln sie. Sie schwabbeln mir entgegen. Ich habe keinen Bock auf sie. Ich trampel auf sie drauf und ich mach sie tot. Ich mach sie tot. Ich mach sie tot. Ich mach sie tot. Ah, sehr gepriesen. Oh Gott. Jetzt habe ich wieder. Wie viel Medipacks habe ich gerade? Ich habe 2 Medipacks eingesetzt. Mein mittleres und mein normales. Ja. Gut, ich hätte sowieso nötig gehabt. Ich hätte sowieso nötig gehabt, davon abgesehen. Aber nichtsdestotrotz, ihr konntet zum Glück die ganze Zeit mitlesen, was die komische Tante da gequatscht hat. Ich für meinen Teil nicht. Ich weiß nicht, worüber sie da quatscht. Es wird wohl irgendwas von wegen Bestattung und so weiter sein. Ja, ja, irgendwas total Cooles und so, was hier halt passiert ist. Ein Teddybär.
Ich habe einen kleinen, das ist ja noch besser. Ich habe einen kleinen Teddybär. Den kann ich da draufsetzen. Oder auch nicht. Arme kleine Teddybär. Oh, ist runtergefallen. Ich habe den Teddybär bestattet. Das tut mir an der Stelle leid. So. Der Teddybär wird es mir aber hoffentlich nicht weiter übel nehmen. Hier liegen Credits rum. So werden also Leute in der Unitology-Kirche bestattet. Das ist ja interessant. Die liegen dann in so einer Art Sarg und die werden dann wahrscheinlich irgendwie hier runtergefahren oder so. Und da werden die dann, was weiß ich, verbrannt oder irgendwas. Irgendwo müssen die ganzen Leichen ja hin. Also von daher. Dab, dab, dab. Die kann man ja nicht einfach so stapeln oder so, ne? Das ist ja, das geht ja nicht. Du bist nicht tot. Ich wusste es. Bap, bap. Es war so offensichtlich. Ich meine, also, ich bitte euch. So. Dich kann ich öffnen? Öffnen. Ich habe zumindest den Fahrstuhl gerufen. Genau. Ah, schöner Fahrstuhl. Aufzug. Bitte einmal... Achso, es geht runter, glaube ich, ne? Ja, wir sollten ja runtergehen. Dana hat uns irgendwas gesagt. Bitte, Isaac, tu nicht. Tu nicht. Mach nicht. Drück nicht. Hat sie irgendein besonderes Verb genannt? Drück nicht, mach nicht. Tu dies nicht, tu das nicht. Bitte, Isaac. Halt dich nicht zu lange im Kinderparadies auf. Da, 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 da. Wobei ich ja irgendwie so den Eindruck habe, dass Dana eventuell irgendwas mit Unitology auch zu tun haben könnte oder so. Das war jetzt so, keine Ahnung, so ins Blaue geraten so ein bisschen. Kapitel 5. Es gibt eigentlich nicht so richtig, was momentan darauf hindeutet, aber so richtig trauen kann ich Dana sowieso schon mal aus Prinzip nicht, weil sie ist eine Frau und wir wurden schon im letzten Teil von einer Frau verarscht. Die meiste Zeit über und dementsprechend, aber... Ich speichere übrigens auch mal auf einen anderen Spielstand, weil kann ja sein, dass aber dass mal irgendwann Aufnahmeprobleme sind oder so. Das ist eigentlich, bei einem Let's Play ist es eigentlich extrem wichtig, dass man als Let's Player darauf achtet, dass man so wenigstens die Möglichkeit hat, eventuell bestimmte Passagen noch einmal spielen zu können, sofern irgendetwas schief gehen sollte, ja. Also das ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Was ist das hier? Eine Kühlkammer? Die Leichen wurden nicht verbrannt, sie wurden vereist. Und dann... ausgestellt. Hä? Warum? Was habt ihr hier so mit euren Toten? Hofft ihr, dass ihr die in 20.000 Jahren wieder zum Leben erwecken könnt, oder was, oder wie? Ich könnte dort runtergehen? Oder ich könnte mich weiter umgucken? Irgendwie ist das unheimlich. Hier ist mir eindeutig zu viel Tod. Und da... ich irgendein... Ne, den Kasten kann man nicht rausnehmen. Ich dachte, das wäre so eine Art Stromeinheit oder sowas. Ah. Seltsam. Was ist das für ein komisches Licht? Weiß man nicht. Gut. Nächste Tür. Öffnen. Was soll mir das alles nur sagen? Können Necromorphs bei diesen Temperaturen überleben? Oh mein. Oh Mann. Okay. Mein Herz ist nur kurz stehen geblieben. Nur ganz kurz. Irgendwas fehlt hier. Ist euch das auch aufgefallen? Okay. Okay. Der Lokalisierer sagt rechts entlang. Der Hering, der geht links entlang. Der Lokalisierer sagt. Aber ich glaube, das ist die ganze Zeit so, ne? Wir gehen hier immer tiefer. Einfach nur. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und... oh Scheiße, wer weiß, wie viele Kammern es hier gibt. Isaac, bitte tu nicht. Was ist das hier? Achso, nur das Licht. Climate controlled. Ja, ist logisch. Ziemlich schön eisig. Eisig und Isaac und so. Haha, haha, ha. Hört sich fast gleich an. Das war jetzt einfach nur der Gag dahinter. Irgendwie macht mir das Angst, dass jetzt wieder eine ganze Weile nichts passiert. Ich warte. War ich hier nicht eben schon? Jetzt hat da links noch was gefehlt. Wow! Okay. 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 Das war der einzige.
Scheiße. Das war doch klar. Das war doch so klar. Dass Tod nicht gleich tot ist in diesem Spiel. Wow. Okay, aber... Wenn ich die andere Seite gegangen wäre, käme bestimmt auch einer raus. Weiß nicht, ob ich ihn triggern will oder nicht. Will ihn nicht triggern. Stattdessen... Oh, ist das mies. Ja, genau, deswegen. Es ist mies, es ist mies, es ist mies, es ist mies. Es ist einfach nur mies. So, zack, zack, zack. Tot. Tot. Wo? Wer? Aha. Nein! Boah, diese... Die haben scheiß Namen. Diese kotzenden Typen. Ich hab immer vergessen. Ihr habt ihn mir in die Kommentare geschrieben. Es tut mir leid, es ist so widerlich. Ja, 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 ja. So. Ja. Scheiß Viecher. So. Was haben wir hier? Gar nichts. Hier haben komische Stäbe. Ja. 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 So. Und, na, wo ist noch was? Da ist was. Zack. Jo. Und jetzt war was. Komm, noch Plasma-Energie. Ja, ja, genau. Deswegen greife ich mal kurz auf was anderes zurück. Nämlich mein Harpungewehr. Scheiße. Okay. Reg mich doch nicht so auf. Reg mich nicht so auf. Nee. Heute bin ich wieder schreckhaft. Das ist schön, ja. Heute macht ja immer besonders viel Spaß, dem Hering zuzugucken, weil er besonders schreckhaft ist. So ein Scheiß aber auch. So, was ist mit dir? Du hängst da jetzt rum. Aber du hast doch bestimmt noch irgendwas, oder? Hä, wie kriegen dich da runter? Wie will ich eigentlich da runter kriegen? Dankeschön. Weil in deinem Körper ist doch bestimmt noch irgendwas drin. Ja, ich wusste es doch. Plasma-Energie. Musste doch so sein. So, nachladen. Nachladen. Jetzt schießen wir doch trotzdem nochmal ein bisschen mit dem Harpunengewehr herum, weil wir können es. Was ist das hier? Seltsame Maschine, seltsame Kammer, seltsames irgendwas. Ein Textlog. Textlog gefunden. Zurück, um es zu lesen. Steckengebliebene Särge. Aha. Anlagen, Arbeitsanweisung. Kryptosärge bleiben auf den Schienen stecken. Reparaturstatus. Schienensystem, das die Särge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sarg steckte innen fest. Schwerelosigkeit wurde deaktiviert und der Sarg per TK befreit. Sarg ist beschädigt, da mehrere Versuche nötig waren. Schienensystem wurde inspiziert. Mehrere Stützstreben hatten sich gelöst und lagen auf den Schienen. Die Kälte in der Krypta ließ die unsauber geschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet und Stützstreben wieder angeschweißt. Test mit 5 Särgen völlig reibungslos. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen. Geschätzter Arbeitsaufwand 5 Stunden. Oh cool. Schwerkraft offline. Das heißt, theoretisch kann man die Schwerkraft hier auch wieder anschalten. Okay. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Data? Verdammt. Ja, wäre ja auch zu einfach, ne? So, er ist verdammt hoch. Ja gut, dann Lastenaufzug. Gehen wir hoch, wollte ich sagen. Nee, okay, Aufzug bringt mich runter. Weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Wenn ich das hier unten so sehe, gefällt mir das eher nicht. Kurz gucken, ob die Luft rein ist. Keine Ahnung, ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben ruhen. Hören Sie mich? Nach oben! Ja, das haben wir fast gedacht, nachdem Isaac es schon so gesagt hat. Stasi-Station. Ist hier wirklich alles tot? Hier liegen so viele Körperteile rum. Das gefällt mir nicht. Hat das irgendwas mit diesem drehenden Ding da zu tun? Ich weiß es nicht. Warum sind hier so viele Stasi-Stationen? Was soll ich hier? Ach so, damit ich... Moment. Erstmal Energieknoten. Erstmal umgucken, erstmal alles einsammeln, weil gleich haben wir vielleicht keine Zeit mehr dafür. So, hier ist ein Schema. Schema erhalten. Für den Ripper. Ah, neue Waffe. Okay. Muss ich mir aber nicht unbedingt kaufen, glaube ich zumindest. So, warum sind hier jetzt über Stasi-Stationen? Ganz einfach, weil ich kann doch bestimmt das Ding hier anhalten. Und dann irgendwie den
Kern kaputt machen oder so? Ne, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Weil ich habe jetzt... Naja, zum einen kann ich jetzt meine Stasis wieder auffüllen. Zum anderen kann ich jetzt das hier noch aufmachen und gucken.